Und wenn ich mir die Aussagen unterschiedlicher AfD-Politiker anhöre, der Höcke, den darf man auch als rechtsextrem bezeichnen, das ist auch rechtlich so abgesichert, dann finde ich das erschreckend. Dann hat es nichts mehr mit dem zu tun, dass man eigentlich, wo jemand sagt, ah, der einfache Mann, der versteht und die setzen sich dafür ein, sondern sie versuchen, die Probleme runterzubrechen. Wir haben es gesehen bei Corona, man hat versucht, die Corona-Demonstrationen zu instrumentalisieren. Wie schlecht die Altparteien sind, also wir sind ja alles die Altparteien. Wobei neulich ist ein neuer Begriff gekommen, Kartellpartei wurde mir neulich entgegengehalten von der AfD. Als dann die neue Stufe, weil Kartell, finde ich, da schwingt ja auch noch mal was mit, dass wir irgendwie so einen Pakt eingegangen wären, ja, als demokratische Parteien, dass wir da zusammenhalten irgendwie und was irgendwas ausfuchsen würden.